Willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Wir machen Agathe platt. Agathe Power. Oh, ich sehe gerade, ich habe vergessen, Gengar zu heilen. Und unser Gengar ist besser als ihr Gengar und deswegen fangen wir auch mit Gengar an. In der Hoffnung, ja. Darauf habe ich gehofft, dass wir es mit einem Schlag erledigen können. Ja, das Vieh. Ich find's. Oh, das ging jetzt irgendwie leicht. Leichter als ich gedacht hätte. Dann haben wir hier gute Karten zu gewinnen. Ja, ist nicht sehr effektiv. Wir sind ja selber auch ein Gift-Pokémon. Also, alles im grünen Bereich. Ja. Das ist schneller als wir. Okay, aber alles gar kein Problem. Blöde Hypnose. Konnte das viel Close Combat? Focus Blast konnte es, genau. Wach doch auf, du Ratte! Verdammt, ich hätte doch Sucker Punch einsetzen sollen. Egal, es ist erledigt. Mal gucken, ob es schneller ist als Dodri. Ich glaube nicht. Es ist schneller als Dodri. Aber dieser Floor kann es zumindest nicht mit einem Schlag erledigen. So. Einfach gucken, was es erledigen kann und was nicht. So, du auf jeden Fall, du und du. Und euch alle wieder fit machen für Siegfried. Ja, wir verbrauchen wirklich deutlich weniger. Es fällt einem schon auf. So, wen hat Siegfried am Anfang? Siegfried spielt am Anfang Gyarados, das heißt, dieser Floor muss am Anfang raus. Ja, und dann kommt Gary. So. Er hat unseren Angriffswert gesenkt. Komm, mach's platt. Ja, wir sind verwirrt, aber haben trotzdem gewonnen. Das ist das Wichtigste. Ist egal. So, jetzt geht's dem Drachen an den Kragen. Das überlasse ich alles wieder schön, Gengar. Was? Ich habe keine AP mehr, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hätte ich vielleicht vorher mal auffüllen sollen. Das war keine gute Idee. Aber egal, das wird. Wir haben ja zum Glück noch Dodri, unser Killer-Pokémon, und es kann Steinkante. Warum kann es Steinkante? Im Notfall Beleber auf Gengar und dann passt das. Okay. Das Vieh ist stark. War das immer schon so stark? Wahrscheinlich ja, ich habe ja auch vorher während dieses Kampfes hier belebt. So, komm, hol's vom Himmel. So, jetzt machen wir mal was ganz Kurioses. Ich heile nämlich einfach voll, weil das Erdbeben jetzt nicht so viel abzieht, dass es uns töten könnte. Und mach das Vieh einfach so platt. So, Unlicht und Boden. Wir sind schneller und es ist stärker. Ist natürlich jetzt für uns nicht ganz so toll. Aber ich werde mit dem Beleber arbeiten. Wen hole ich zurück? Ich hole dieser Floor zurück. Obwohl, setzt nur Erdbeben ein, ne? Das war seine Schwäche, genau. Das heißt, ich kriege theoretisch auch mit einem Pokémon, auf das keine Wirkung hat.
wie zum Beispiel das hier. Oh, ich mache das jetzt systematisch, also so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Vielleicht setzt es auch noch anderes ein. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist Mr. T ein Computerass. Ja, jetzt steigt der Verbrauch ab hier an. So, gleich mal ein Hypertrank. Er hat nichts, das uns umbringen könnte. Ja, auf ihn setzt er nur Erdbeben ein, sehr schön. So, und jetzt schnell nochmal so eine Beere. Wo haben wir so? Wo sind die Beeren? Da, der Pass. Ich setze zwar eh einen Shadow Punch ein, um das Vieh umzunieten, aber dann habe ich zumindest für das letzte Pokémon, das Kluder, noch was. Okay, das ist ein bisschen gefährlich jetzt. Ein bisschen sehr gefährlich, da hole ich lieber noch einen Beleber. Brauche ich die Beleber? Einmal Beleber bitte auf... Jo, was? Hier ist es aus der Konfusion raus, also aus der Verwirrung raus. Darf ich aus der Verwirrung einfach abhauen? Verwirrung ist ein Manifest. Also solange es nur Flare-Dings einsetzt. Ne, Revive will ich nicht. Ich wollte ja eigentlich... So. Den Hypertrank nochmal nehmen. Weil Geowatz kann es einfach nicht one-hitten. Das kannst du vergessen. Fair Blitz. So. Ja, da merkt man schon, aus was für einem Material die Top 4 sind, wenn die uns hier jetzt nochmal so in die Bredouille bringen. Zumindest aus was für einem Material Siegfried ist. Ich gebe zu, ich habe vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Weil ich nicht auf meine Erfahrung gehört habe, sondern auf logisches Denken. Nie auf logisches Denken gehen. Erfahrung. Die Erfahrung ist, Dodri kriegt das blöde Vogel-Pokémon von ihm platt. So. Das ist jetzt reine Erfahrung, mit dem ich den besiegen werde. Das hat beim ersten Mal weniger Schaden an uns angerichtet. Kann das sein? Moment mal, ich habe doch so einen Full Restore. Wenn ich den einsetze, ist die Verwirrung weg. Ja, das reicht, damit ich ihn jetzt K.O. kriege, aber es ist schneller. Ja, Critical Hit oder was? So, mit wem kriege ich ihn am besten? Das ist jetzt die Frage, wer ist schneller? Das sind so Pokémon, von denen ich nicht davon ausgehe, dass sie wirklich schneller sind als meine. So. Zack. Gar nicht lang gefackelt. Also stimmt, das bringt ja nicht viel. Mit dem Hammerarm erst recht nicht. Aber dagegen haben wir natürlich hier auch die Verteidigungswand. Gleich mal einschläfern. Einschläfern ist hier sogar das richtige Wort, denn das wird sofort eingeschläfert. So. Oh Gott, nee. Nee, nee, nee. So fangen wir hier gar nicht erst an. Nee, nicht Magnitude 5. 10 wäre mir viel, viel lieber. Na gut, der 7. Nehme ich an. So, jetzt kommt er wieder mit Wasser, aber gegen Wasser haben wir natürlich hier unsere Pflanze jetzt gerettet. Ja, ich hätte vielleicht viel früher schon mit Hin- und Hertauschen anfangen sollen. Schlafpuder,
Und jetzt mit aller Kraft drauf. Da sind wir schon beim Endgegner, wenn man so möchte. Wenn ich sogar einen regen Schaden verpasst habe. Mich kriegst du nicht. Okay. Wer möchte mir erklären, warum das so wenig abzieht? Oh, shoot. Ja, jetzt muss ich alle wiederbeleben, die hier irgendeine Chance haben. Das wird ein verflucht knappes Rennen, aber wir werden gewinnen. So. Tschüss, Gary. Wirklich? Das war's? Nach all meinem Training? Lass mich allein. Ich muss darüber nachdenken, was ich jetzt mache. Und nebenbei, Gratulation, Champion. Ja, wir sind der Champ. Oh, hallo. Hast du dein Pokémon-Liga-Abenteuer... Hat dir dein Pokémon-Liga-Abenteuer gefallen? Ich möchte gratulieren, dass du deine Achievements geschafft hast. Komm und rede mit mir im Labor. Und Gratulation, dass du der Champion geworden bist. Ja, wieder portet mich einfach zurück. Ich will jetzt bitte meinen Eintrag in die Pokémon-Liga. Also hier, ne? So, danke, dass du mich erholt hast. Jetzt sind wir wieder fit. Warte. Der Champ, der kann einpacken. Krieg ich jetzt die anderen? Ich habe bereits ein Pokémon, ich will nicht gierig sein. Doch, ich will gierig sein. Ja, und da hinten hätte man ein Pikachu nehmen können, aber will ich ja nicht. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich erinnere mich, als ich dir den Starter gegeben habe. Wie die Zeit verfliegt. Wenn du ein alter Mann bist. Wie wäre es, eine neue Region zu probieren? Die nächste ist in Johto. Professor Elm erwartet dich. Aber nimm dir Zeit. Du kannst Johto nehmen durch das Tor in der Pokémon-Liga-Rezeption im Süden. Ja, werde ich tun. Ja, Leute, wollen wir direkt nach Johto oder wollen wir... Nee, komm. Johto, da machen wir einen eigenen Part dann für. Ich möchte jetzt noch nicht nach Johto. Leute, wir haben unser Kanto-Abenteuer bestanden. Der Champ ist gefallen. Also, jetzt muss ich ja schon so ein paar abschließende Worte zu Johto sagen. Also, ihr wisst, das Design dieses Spiels hat mich rundherum überzeugt. Am Anfang war ich ein bisschen misstrauisch, was dieses Spiel angeht, weil ich ja schon einige Online-Pokémon-Spiele gespielt habe. Aber das hier hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie Kanto aussieht, Leute. Aber die Pokémon-Liga, Leute, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wir haben die Pokémon-Liga besiegt, das heißt, all diejenigen, die meinten, ja, komm wieder, wenn du die Pokémon-Liga besiegt hast, da gehen wir jetzt hin. Ja. Mama. Da gehen wir jetzt hin. So, Kabutops, du wartest wieder hier. Das muss jetzt sein. Habe ich eigentlich noch ein Fluchtseil? Mal anders gefragt. Eins habe ich noch. Gut, weil da komme ich doch nie wieder raus. Genauso wie dieser Kürbiskopf. Da müssen wir auch noch hin. Leute, das machen wir alles. Ja, ich überziehe heute. Habe ich jetzt gerade beschlossen, ich überziehe heute. Wir gucken uns jetzt hier so ein bisschen was noch an. Und im nächsten Part geht es dann mit unserem Johto-Abenteuer weiter. Deswegen darf diesen Part hier auch eigentlich keiner verpassen. Weil in den nächsten Part schreibe ich dann als Titel Johto rein. Ich versuche extra hier drin nicht zu spoilern. Aber... Ich laufe auch gerade in die falsche Richtung, stelle ich fest. Ich heiße nicht Rick. Doch, heißt du. Und jetzt musst du sterben.
wen soll ich eigentlich als Starter in der nächsten Region nehmen? Also ich tendiere... Ja, ich bin da immer so ein bisschen wechselhaft, muss ich zugeben. Also für die nächste Region sind tatsächlich die Pokémon, die ich so im Kopf habe. Das klingt ja jetzt total doof, aber ich habe da tatsächlich zwischen Gigarbor und... Kann ich dich einfach einsetzen? Wie hat das funktioniert, Flash? Ja, so. Da hänge ich echt zwischen Gigarbor und Flamely? Flamely? Bist du Flamely? Ja. Zwischen den beiden hänge ich in der Luft. Ich würde gerne hinter dich, aber ich darf nicht. Ja, die darf natürlich Fahrrad fahren. Der NPC darf Fahrrad fahren, ich nicht. So, ich versuche sie jetzt einfach wiederzufinden. Ich weiß, es ist schwer hier drin, aber ich schaffe das. Oder auch nicht. Habe ich jetzt schon verlaufen? Ja, wir müssen einfach nur noch höher gelangen. Ja, zumindest neue Bären. Ja. Was für Pokémon hat Gary? Kann ich dir ein Lied von singen? Gary hat... ja. Also Gary hat sehr, sehr böse. Und ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier nach rechts weiterkomme. Jetzt aber keinen Bock, euch den Part so ewig lang zu machen. Ja, war ich ja schon mal. Leute, wir sehen uns dann einfach, wenn ich sie gefunden habe. Machen wir es so. Schneide. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe Erika gefunden und ja. Was? Nö, du siehst nicht aus... Du siehst nicht so stark aus, wie ich dachte, dass du wärst. Ja, gut. Erika meint halt, wir sind immer noch nicht stark genug. Moin. Wisst ihr was? Nein. Wir gehen nach Johto. Leute, wir gehen nach Johto. Ich wollte zwar überziehen und all die Leute zusammenschlagen, die meinen... Nee, aber nö, die werden uns alle nicht reinlassen. Nee, weil wir noch nicht Level 100 sind. Das ist nämlich das Problem. Die wollen nämlich alle, dass wir erst ein Pokémon auf Level 100 haben. Aber ich weiß, dass wenn wir nach Johto gehen, all unsere Pokémon resettet werden. Also sie werden nicht gelöscht, sondern die werden einfach bloß wieder freigeschaltet, erst wenn wir in Johto waren. Also wenn wir dort die Pokémon-Liga erreichen, dann haben wir alle Pokémon wieder zur Verfügung. Allerdings müssen wir erst 8 Orden dafür sammeln in der neuen Region mit neuen Pokémon. Ist natürlich eine coole Sache, aber bedeutet auch, dass wir unsere Pokémon eine ganze Weile lang nicht mehr wiedersehen werden. So, das bedeutet, ich schnappe mir jetzt mal kurz Krabby und gehe nochmal ganz kurz einkaufen. Hier extra nicht hier einkaufen, weil ich genau weiß, dass das nichts bringt. Sondern da müssen wir dann nochmal hier durch den Diktatunnel durch. Weil ich werde mir natürlich von... Ja gut, das ist ein Hyperball. Ich kaufe mir jetzt nicht einen Hyperball. Nee. Ihr merkt schon, meine ganzen Pläne, die haben sich jetzt total zerhauen, einfach nur, weil Erika so eine blöde Kuh ist. Dieses Item haben wir schon 1000 Mal gesammelt, wir sammeln es jetzt nochmal. So. Wie gesagt, unsere Pokémon sind eh dann alle resettet, bis wir wieder bei der Pokémon-Liga sind. Dann sehen wir unsere ganzen Freunde wieder, das ist toll. Und dann haben wir hoffentlich einen Dragoran dabei. Oder vielleicht haben wir auch ein völlig neues Team.
Man weiß es nicht. Wir werden es einfach sehen, würde ich sagen. Ich meine, es ist ja jetzt wieder eine komplett neue Reise bis dahin. So. Aber Leute, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr erst beim nächsten Mal. Ja, ich bin gemein. Ihr lasst mir einen letzten Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.